Hallo und herzlich willkommen bei Fortnite Kapitel 5 Season 1 mit der Blubberbläschen. Wir sind heute die Weihnachtsfluffs. Hallo zusammen. Hallo. Wir schmeißen heute den Leuten Süßigkeiten an den Kopf. Also wenn ich jetzt auch wüsste, wo dieses Emote immer ist. Ja, da ist es doch. So machen wir das. Und das schauen wir uns heute an im Extra-Modus Ship It Express. Weil es unbedingt einen Ship It Express-Modus geben muss, damit jeder verwirrt ist, wo welche Aufträge jetzt zu lösen sind. Das ist wirklich so. Komplett dumm, weil es gab jetzt Snippet Express Schnappschuss, die im Battle Royale zu tun gewesen sind. Vielleicht sogar auch hier. Und dann gibt es jetzt extra Snippet Express Aufträge im Snippet Express Modus, der extra dafür gemacht wurde. Warum auch immer, weil es überhaupt einfach gar keinen Sinn ergibt. Es ist nur verwirrend. Starten wir mal rein und schauen uns das an. Keiner gebraucht, aber okay. Ist wirklich so. Und da ist eben der lustige Auftrag, unter anderem fügt gegnerischen Spielern mit Ship It Express LTM Schaden mit geworfenen Gegenständen. So, und das probieren wir jetzt mal aus, gell? Schauen wir mal. Kriegen alle Süßigkeiten in die Fresse. Ich habe hier eine Zuckerstangen-Shotgun, ja? Die werden schon sehen. Das ist aber ganz schön bedrohlich. Ich find's Zucker. Los, ihr Rentiere! Los geht's. Okay. Ah ja. Ship It Express Sonderlieferung. Ship It Express liefert alle Festtagsgegenstände ausschließlich durch Werfen, Schmeißen und Pfeffern aus. Liefere, bis all deine Kunden zufrieden sind. Wieder auf Lager. Wir haben zuvor Gegenstände aus dem Tresor bestellt, die wir jetzt ausliefern müssen. Jetzt aber schnell. Die Sturmaugen schließen sich in diesem Modus schneller. Wir müssen unseren Zeitplan anhalten. Och nee. Oh krass. Du hast das ja mega schnell durchgelesen. Das kann ich. Schon ein bisschen krass. Das kann ich. So ist es. Da kenne ich nichts. Ich habe einen Pinguin auf dem Rücken. Hallo. Hallo. Warum kann ich das? Ja. Das ist ein bisschen gruselig, wenn Fluff das macht. Aber okay. So, dann. Moment, wir sind zu zweit. Hä, warum sind wir zu zweit? Warum sind wir jetzt zu zweit? Das verstehe ich auch nicht. Kann es sein, weil wir halt in der Ship It Express sind, dass das nicht funktioniert? Oder hast du auch nicht aufhören gemacht? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, du, keine Ahnung, echt. Egal. Ja, ist egal. Jetzt bin ich so verwirrt, dass ich irgendwo bin. Jetzt sind wir halt hier. Das ist so, ja, jetzt sind wir halt einfach hier. Ich will da auch hoch. Hallo. Und was müssen wir jetzt werfen? Ja, da du. Ich glaube, das brauchst du schon, was da drin ist. Das ist sowas zum Beispiel. Was war das für ein Ruckelschmuckel? So. Dynamit? Du musst es trinken. Ja. Danke. Huch. Warte mal, ich muss kurz was schauen. Ja, das da glaube ich. Ach, schau an. Hier, das ist auch ganz cool. Oh, Stinkbomben! Okay, es ist definitiv der Modus. Wir haben uns nicht verklickt. Wir sind aber einfach zu zweit dürfen wir sein auf einmal. Passt doch. Ja, vielleicht. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, ob da steht auffüllen oder nicht auffüllen. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich habe es jetzt nicht bewusst ausgeschaltet oder irgendwas. Aber gut. Es ist ja wirklich nur Werfgegenstände. Es ist ja mega lustig, ja, eigentlich. Das ist so, ja. Ja, eigentlich ist es witzig. Dann ja, suchen wir uns mal ein paar Gegner. Ja, oder auch nicht. Was denn? Ich wollte jetzt gerade keine Granaten mitnehmen oder so. Okay, ja, du wirst sehr viele brauchen. Ich bin ja voll, ich habe schon alles Mögliche. Ach so, du bist schon voll, ja, sagtest du. Nährungsminen.
dachte, du hast noch gar nichts. Ja, das ist ein Falle. Nee, nee, du, ich hab alles. Hey, Splishfässer! Wo bist du? Ja, hier. Da ist ja ein Countdown! Da steht ja dran, wann der Zug kommt. In 5 Minuten. Ist ja mega lustig. Ist das neu? Oder habe ich das einfach nie gesehen? Oh, das ist ja mega witzig. Wo siehst du einen Countdown? Ja, da oben ist die Anzeige, wie bei Zügen halt so. Das ist ja voll lustig. Nee, also bewusst habe ich da noch nie drauf geachtet, deswegen kann ich dir nicht mehr sagen. Yes. Oh nein, Business-Geschütztürme. Oh nein, die sind ja auch wieder da. Uff. Aha. Die würde ich auch mitnehmen an deiner Stelle. Ja. Kannst du die mitnehmen? Ja, klar. Ja, gut. Dann haben wir ja unseren Geschäftskoffer. Jetzt müssen wir nur noch auf den Zug warten. Okay. Das ist ja lustig. Ah ja, der ist da hinten, ja. Oder wir gehen da hinten hin. Ich sehe, da wäre das Kopfgeld irgendwie, ne? Sollen wir gucken mal? Müssen wir mal... Ja klar, du musst ja sowieso hier... Eben, wir müssen mal schauen, dass wir hier... Süßigkeiten an den Kopf werfen und so. Ja. Yeah. Es sind immer noch leichte Schmuckels. Aber es läuft wieder ein bisschen... Nee, es bleibt jetzt so. Ich schwör's, es ist meine Festplatte. Ganz bestimmt. An meinem PC kann es überhaupt gar nicht hängen. Das ergibt keinen Sinn. So rein von der Hardware des PCs, da gibt es keinen... Es muss die Platte sein. Wie kommen wir da hin? Da ist so ein scheiß Berg im Weg einfach. Und da ist kein Auto. Wir müssen außen rum gehen. Das... denke ich, mit Autos wird es schwierig werden. Gibt's keine hier, oder? Ein Lootballon. Cool. Dann gehen wir halt voll süß spazieren. Auch cool. Du, 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 du. Ich höre schon Schüsse. Oder halt irgendwelche Sachen. Ja, so eigentlich ist es ja witzig. So ein Modus, wo man einfach nur Wurfsachen hat, ist eigentlich auch mal ganz witzig. Warum ja, nicht? Ja, an sich ist der Modus auch sehr witzig, muss ich sagen. Ja. Nur das ist ein bisschen manchmal nicht so vereinbar mit den Aufgaben, wenn man halt dann eine Gruppe ist, so die was sich nicht irgendwie... Ja. Der spricht. Wo ist er? Ich glaube, oben ist wieder ein Jump-Pad, wa? Müsste, oder? Ja. Ist eigentlich auf jedem Berggipfel jetzt. Das ist super lustig. Aber wo ist denn der Megakauz? Wo ist denn der Dude? Hm. Komisch, gell? Der müsste eigentlich irgendwo sein. Naja. Ah, da unten sind welche. Jetzt, ja. Da sind die. Wir laufen die Gleise entlang. Hä? Und da ist wer. Ja, also, jetzt, ja. Schauen wir mal. Oh nein, es klebt an meinem Kopf. Hatte echt meinen scheiß Kopf erwischt. Super lustig. Friss das da. Oh krass, Luftschläge gibt's auch, okay. Oh. Links von uns. Ich hab schon 115 Schaden, immerhin. Das ist schon witzig eigentlich. So. Da vorne ist der Professor. Was hat er gemacht? Was war das? Weiß nicht, ob ich das wissen will. Ist ein bisschen gefährlich hier.
Ja, geh mal lieber weiter. Es ist schon ein Streckchen, ne? Ja, ja, der Sturm, der ist einen echt immer im Nacken. Ja, Kopfgeld abgejagt. Naja, okay. Oh, Minen. Vorsicht, hat jemand Minen gelegt? Mhm. Krass. Naja. So. Vorsicht, Stepsies! Oh Mann, wieso treffen die eigentlich genau gezielt auf meinen Scheißkopf? Ja, ja, du, das ist voll krass, echt. Echt so, die sind ja übel. Wo sind's denn jetzt? Solche kleinen Popopopels. Hä? Das warst du, oder? Ja, das war ich. Schrottrisse und so. Boogie-Bomben auch am Start, voll lustig. Mhm. Hier sind einfach wieder weg, keine Ahnung. Nein, wieso tut es? Ich will das. Tja. Wo sind alle? Ich muss Schaden machen. Ihr habt doch alle einen Schaden. So weit kann man nicht werfen. Wow, jetzt hat er automatisch geworfen, weil ich ins Wasser gegangen bin. Ist ja lustig. Hm, witzig. Es ist so lustig, wenn man halt nicht keine Waffen hat und so. Holy fuck! Wo? Oh Gott, hier sind alle. Das ist so, was passiert hier gerade? Oh, schön. Hey. Holy shit! Upsis, überall sind Popos! Ha! Alter, alter Mann! Oh. Hilfe! Ja! Ich muss Bohnen essen. Junge, was passiert hier alles? Oh, nur mit Popeln! Ja, ja, das ist voll krass. Das ist so scheiße. Vor allem, wieso hab ich nichts mehr getroffen? Come on, das kann doch nicht sein. Hey, wieso hat er eine Pistole? Ja, es gibt auch Waffen. Nee, wahrscheinlich, weil jemand revived wurde. Nee, das ist. Es kommen doch Ballons auch von oben. Meistens sind da auch Waffen drin. Als ob. Ist ja dann ultra unfair. Das würde reichen beim Revive, finde ich. Selbst das wäre unfair. Das geht ja gar nicht. Kannst du jetzt nicht einfach plötzlich Waffen bekommen. Ja, ist lustig. Nee, wir können ja keine neue Folge machen, würde ich sagen. Okay. Gehen wir kurz zurück. War aber echt witzig eigentlich. Warum nicht? Ja, ja, der Modus ist absolut witzig. Ja, da würde ich sagen, das haut mich um. Bis zum nächsten Mal. Oh yeah. Bye bye. With every round can be found a new. Tschüss!